Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum neuen Webinar bzw. neue Webinarreihe hier bei FXFlat. Ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder mit Gilbert Kreuztaler, CEO von Agena Trader und Traders Yard, ja hier begrüßen darf und mit ihm zusammen auch neue Webinare bei FXFlat machen dürfen. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind, dass Sie sich für das Thema interessieren und sich die Zeit nehmen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFlat und mache hier in der Regel die Webinare. Wenn Sie neu dabei sind, beziehungsweise GoToWebinar noch nicht kennen, Sie haben rechts die Möglichkeit, entsprechend die Chat-Funktion zu nutzen und Fragen zwischendurch reinzustellen. Das ist sehr, sehr willkommen. Das macht es auch für den Referenten spannender, wenn Sie aktiv mitmachen. Und na, selbstverständlich haben Sie ja heute auch wirklich mal die Möglichkeit, den CEO hier von Agena Trader direkt auch Fragen zu stellen. Bevor wir aber tatsächlich anfangen, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient die Webinare hier bei uns nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, ja? Wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich gerne hier an der Stelle pausieren und sich das entsprechend durchlesen. Gut, dann nochmal offiziell schönen guten Abend, Gilbert. Ich freue mich, dass wir zusammen Webinar machen und würde dir jetzt auch den Bildschirm geben. Und ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist, aber ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, Nelson, bist du noch da? Natürlich bin ich da. Okay, alles klar, es war es nämlich abgehakt. Ja, okay, gut, alles klar. Ja, dann übergebe ich mal meinen Screen. Sieht man, glaube ich, ja? Jawohl. Gut, fein, alles klar. Dann möchte ich mich bei dir, Nelson, sehr herzlich bedanken für die Anmoderation, auch für die Einladung, dass ich hier bei FXFlat wieder mal ein Webinar halten kann, darf. Ist ja schon sehr lange her, dass wir das letzte Mal einen gemeinsamen Event gemacht haben. Aber es wird natürlich Zeit, das jetzt auch regelmäßig zu tun. Das heißt, dieser Event Marktanalysen nach der Location Point Methode wird jetzt monatlich einmal stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle natürlich alle Zuseher hier sehr herzlich begrüßen. Wir haben ja volles Haus hier und ja, ich glaube, das wird ein, hoffe ich, doch für Sie auch spannender Abend. Marktanalysen nach der Location Point Methode, wie auch hier kurz noch den Risikohinweis, Disclaimer, natürlich, wie der Nelson auch schon kurz erwähnt hat, das muss man hier machen. Es werden natürlich hier keine Ratschläge zu Investitionen gegeben. Alles, was hier passiert, ist zu Informationszwecken und zu Ausbildungszwecken. Und da und so sollte auch dieses Webinar auch gesehen werden. Aber Sie sollen natürlich auch einiges mitnehmen, lernen und hier, dass man alles hier auch rein klar hat. Und hier auch, ja, hoffe ich doch, eine oder andere gute Information auch mitnehmen. Ich bin heute unter dem Hütchen Traders Yard hier. Wir haben ja hier eine Kooperation auch mit FX Flat. Sie sehen auch hier vor sich nicht jetzt den Agena Trader, sondern das ist der Traders Yard X Trader. Das ist ein White Label des Agena Traders, der speziell für unsere Traders Yard Geschichte hier oder für das ganze Traders Yard Auftreten hier auch gebaut wurde und ein mehr oder weniger technisches Äquivalent zum Agena Trader darstellt, aber halt in der Traders Yard Umgebung dann auch mehr oder weniger dem Publikum, unseren Kunden auch zur Verfügung gestellt werden wird. Ja, ich habe keine Slides vorbereitet. Das macht auch nicht wirklich Sinn, wenn man hier Marktanalysen macht. Wir sind hier direkt im Traders Yard X in der Trading-Plattform und ich werde Ihnen ganz einfach versuchen, nach den Entscheidungen, nach den Methoden, nach denen auch ich persönlich vorgehe, Ihnen ein bisschen zu erklären, wie
was Location Point Trading ist, wie Marktanalysen nach Location Point auch funktionieren. Ich habe schon dort und da ein Webinar, Seminar auch gehalten, aber bin nicht wirklich sehr aktiv mit dem mit dem Ganzen, das auch zu lehren, und sondern habe dort und da versuche ich mal, das auch ein bisschen ja, weiterzugeben, dieses Wissen. Aber natürlich dadurch, dass es jetzt regelmäßig stattfindet, hoffe ich doch, dass hier der eine oder andere hier auch hier einiges versteht, wie das ganze Spiel der Zeiteinheiten, das Spiel der Linien funktioniert. Mehr oder weniger nenne ich es ja die Landkarte im Trading, weil man sich hier doch an bestimmte Gegebenheiten im Chart sehr gut richten kann, wo der Markt eigentlich steht und wo er ein großes Potenzial hat, hinzugehen. Ich werde heute ein paar Komponenten erklären, was hier notwendig ist, um dieses Location Point Trading durchzuführen. Ich werde das auf End-of-Day-Basis machen, im Ein-Tageschart mit der Zuhilfenahme des Wochencharts und des Monatscharts. Diese Zeiteinheiten machen natürlich Sinn, und werde Ihnen auch hier den Ansatz auch erklären, wie man sich oder wie ich mich am besten an Handelsentscheidungen, an Marktanalysen, wo steht ein Markt, annähere und welche Mittel ich da zur Hilfe nehme. Ich habe ein paar Werte hier ausgewählt, die ich Ihnen zeigen möchte und mit denen ich, ja, die ich dann nacheinander durchgehen werde, werden wir sehen, was man hier alles schafft, welche Werte wir uns hier gemeinsam anschauen können. Wie gesagt, Sie werden jetzt keine direkten Handelsempfehlungen bekommen, aber einfach nur, dass wir auch sehen, wie man die Märkte auch sehr gut analysieren kann, um danach Handelsentscheidungen treffen zu können. So. Welche Mittel verwende ich im Chart? Also grundsätzlich mal ist das Location Point Trading, um das auch kurz vorzustellen, so aufgebaut, dass es nicht nur von der Theorie, sondern von der Praxis auch ausgeht, dass an bestimmten Moving Averages, also gleitenden Durchschnitten, der Markt immer wieder bestimmte oder sehr oft nachvollziehbare Aktionen bzw. Verhaltensweisen mit sich zieht. Das sehen Sie hier. Das heißt, ich arbeite grundsätzlich mit den Bollinger Bändern, mit den ganz normalen Standardausprägungen, mit dem SMA 8, der immer in der Farbe Rot dargestellt wird. Dann habe ich den SMA 200, der in der Farbe Orange dargestellt wird. Und dann arbeite ich noch mit dem EMA 130, der in der Farbe Hellblau dargestellt wird. Das heißt, das sind eigentlich meine Mittel, die ich zu Hilfe nehme, hauptsächlich zu Hilfe nehme, um einen Markt grundsätzlich zu analysieren. Und mir ist es dabei nicht wichtig, ob jetzt der SMA 20, der jetzt in grün dargestellt wird, und man sieht hier die Bollinger Bänder, die Außen-Bollinger Bänder noch, die auch noch drinnen sind, ob jetzt der SMA den EMA kreuzt oder ob wie auch immer, also das macht hier keinen Sinn, sondern es ist genau das, was Sie hier zum Beispiel auch sehen in diesem Markt. Da sind wir jetzt im 30-jährigen Treasury Bond. Das ist ganz einfach an diesen Linien immer sehr oft bestimmte Verhaltensweisen auch gibt, wo die Märkte auch drehen können. Das heißt, wenn der Markt in eine bestimmte Richtung geht, dann wundert man sich auch, wenn man zum Beispiel hier keine Linien drinnen hat in den Charts, plötzlich, wieso dreht ein Markt? Okay. So, das muss ich jetzt mal. Ja, okay. Wieso dreht ein Markt? Und darum geht es auch hauptsächlich im Location Point Trading, Korrekturen ausfindig zu machen und dann Punkte, die ein großes Potenzial bieten, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das heißt, das hier nur ganz kurz, vielleicht diesen Chart sich auch hier mal ganz kurz anzunehmen, was hier eigentlich passiert. Wir haben zum Beispiel eine Aufwärtsbewegung. Ich gebe mir jetzt ein Zeichenmodul rein. So, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung. Wir kommen hier zum Beispiel an
an eine Linie. Diese Linie, die ist SMA 8 und an dieser Linie passiert etwas. Das heißt, aufgrund der Korrektur sieht man, dass an dieser Linie ein Markt reagiert. Wir sehen auch hier, der Markt geht weiter, er kommt zurück, er reagiert, und das ist ein gutes Beispiel, zwar nicht direkt an der Linie, aber um diese Linie, und hat hier ein bestimmtes Verhaltensweisen, dass der Markt hier runterkommt und dann mehr oder weniger eine Kerze danach folgt, die in diese Richtung, in die Trendrichtung weiter zeigt. Und genau das sind diese sogenannten Signale, die daraus entstehen, beziehungsweise Handelsansätze dann, um hier dann eine Handelsentscheidung treffen zu können, auch wenn der Markt zum Beispiel schon eine bestimmte Richtung gegangen ist. Sie sehen auch zum Beispiel, der Markt zieht hier weiter. Wir haben hier wieder, dass genau an diesem SMA 8 etwas passiert. Wir haben hier den EMA 130 und man sieht hier, dass der Markt hier in diesem Bereich auch auf diese Linie reagiert. Man sieht hier, dass der Markt am SMA 200 reagiert. Und genau das sind so, ohne jetzt wirklich absolut ins Detail gehen zu können in dieser Stunde, sind so die Ansätze, wie Location Point Trading aufgebaut ist. Sie sehen, dass man sich ganz einfach hier an solche Punkte hält, wo der Markt in eine bestimmte Korrektur geht, an den SMA 20 zum Beispiel kommt, hier ein bestimmtes Verhalten aufzeigt und dann hier ein bestimmtes Potenzial auch hat, in eine bestimmte Richtung loszugehen. Wichtig sind für mich genau solche Kerzen, die sogenannten Single Bar Retracements, die wir hier haben. Das heißt, das sind die sogenannten Umkehrstäbe, die man hier an diesen Stellen auch immer wieder findet. Und wenn so ein Umkehrstab hier stattfindet, wenn man sich den mal genauer anschaut, was passiert hier eigentlich in so einer Kerze? Ich mache die jetzt hier nochmal, zeichne das nochmal ein. Was passiert hier? Der Markt kommt von oben in einer Korrektur, trifft hier auf eine dieser Linien, ist nicht immer eine Punktlandung, kann natürlich durchgehen, aber wichtig ist, wie ist das Verhalten von Kerzen bzw. von nachfolgenden Kerzen an diesem Punkt. Und wenn man hier, was passiert hier, wenn man sich so eine Kerze auch überlegt, ein Markt wird abverkauft. Oder man sieht das auch, der Markt kommt von oben, da fließt natürlich Geld oder wird Geld aus dem Markt rausgezogen und dadurch fallen die Kurse. Plötzlich innerhalb einer Kerze passiert Folgendes, der Markt öffnet hier, er wird abverkauft, wird aber in derselben Kerze wieder in sich zurückgekauft und wir haben hier mehr oder weniger, sieht man, dass hier Kraft oder Geld in die Gegenrichtung dann wieder fließt und der Markt in dem Fall hier schließt. Das heißt, das ist eigentlich genau das Verhalten, das man sich dann eigentlich wünscht, dass man sagt, okay, ich sehe hier an einem ganz bestimmten Punkt, wieso das eine Umkehrkerze dann auch wirklich das Potenzial hat, auch eine Umkehrkerze zu sein, weil sie eben einer bestimmten Linie, die immer wieder, die auch sehr gut nachvollziehbar ist, wieder stattfindet. Und das sind genau diese Punkte, die ich mir grundsätzlich auch anschaue, beziehungsweise den Markt hier auch wieder in diese Richtung dann natürlich auch bewerten kann, dass wenn man plötzlich an einer Linie der Markt wieder ansteht, in dem Fall der SMA 200, hier an diesem Punkt auch eine Umkehrkerze passiert, die zwar nicht zu 100% in sich zurückgekauft wird, aber zumindest mehr als 62%. Das heißt, was passiert hier? Die Kerze eröffnet hier, wird hier raufgekauft und wird, oder nehmen wir einen Pfeil hier, der besser zu, Moment, was haben wir hier? Die Drawings, nehmen wir hier einen, dass ich den auch für später habe. Error line, okay, ja, gut. Jetzt habe ich den auch hier. So, was passiert hier? Der Markt wird nach oben gekauft, mehr oder weniger, steht an einer Linie an und wird dann in sich zurückverkauft.
Wichtig ist dabei immer, und zwar kennt man das auch aus dem Fibonaccis, dass mehr oder weniger der Rückkauf vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs mindestens 62% sind. Das heißt, diese Linie muss 62% der gesamten Kerze oder des Eröffnungskurs bis zum High und dann zurück zum Low 62% ausmachen. Sieht man auch, dass wir hier wirklich auch Verkaufskraft drinnen ist. Und man sieht hier auch zum Beispiel in dieser Kerze, dass der Markt hier dann wirklich gedreht hat auch und runtergegangen ist. Das ist jetzt kein ausgesuchter Markt, der ist mir jetzt gerade zufällig untergekommen, aber genau nach diesem Prinzip funktioniert das. Und dann natürlich auch an diesen verschiedenen Linien, wie gesagt, SMA 200, EMA 130, SMA 20, SMA 8. Und wie man auch hier sieht, der Markt, wenn er hier runtergeht, kommt wieder irgendwann an den SMA 8, macht hier eine Reaktion und geht wieder weiter. Das ist das ganze Prinzip, nachdem das Location Point Trading hier aufgebaut ist. Ich schaue mal, ob es Fragen gibt. Moment. Nehmen wir das hier raus. Okay, ich werde zu Fragen dann am Ende des Webinars dann eingehen und werde dann versuchen, auch direkt allgemeine Fragen auch zu beantworten. Okay, gut. So, okay. Also das war mal nur, um kurz vorzustellen, wie das ganze Spiel hier funktioniert, wo Punkte zu finden sind, die interessant sind, um gehandelt zu werden oder nicht gehandelt zu werden, um sich grundsätzlich mal anzuschauen. Nehmen wir hier die wieder raus, die Markierungen, und daraufhin schaue ich mir auch immer wieder einen Markt an oder Märkte an, die Potenzial haben, beziehungsweise wo ich dann aus den höheren Zeiteinheiten in die unteren Zeiteinheiten gehe. Bleiben wir hier bei diesem Markt. Der ist ja gerade auch interessant. Für mich, wenn ich Handelsentscheidungen treffe, und das passiert ja hauptsächlich im Moment bei mir, Intraday ist zeitlich nicht drinnen. Das heißt, ich habe die einzige Möglichkeit, mich auf End of Day, auf Swings und in diese Richtung zu konzentrieren. Nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch und ist viel entspannter. Aber wie gehe ich an einen Markt heran? Ich schaue mir immer zuerst, ja, den soll man nicht vergessen, der ist ganz wichtig. Und zwar dieser Indikator, der Climatic Distance Indikator. Der soll auch noch kurz erklärt werden. Den spanne ich mal auf, damit man den auch versteht. Was tut dieser Climatic Distance Indikator? Den habe ich selber entwickelt. Und zwar ist das nichts anderes als der Markt. Und für mich ist immer wichtig, was macht der Markt und nicht irgendwelche mathematischen Regeln. Wie kann ich den Markt am besten interpretieren? Und wenn man sich das hier anschaut, da bin ich jetzt im Monatschart. Und das ist der 30 Jahre Treasury Bond. Und die Theorie geht immer auch davon aus, nach dem Location Point, dass der Markt immer wieder um den SMA 20 pendelt. Geht rauf, kommt runter, geht wieder rauf, kommt wieder runter unter den SMA 20, geht wieder rauf, kommt wieder runter, geht rauf, geht weiter rauf, kommt wieder runter. Das heißt, dieser SMA 20, das ist so die Mittellinie, nach der ich mich immer orientiere. Und dieser SMA 20 ist hier als weiße Linie dargestellt, flach. Das heißt, der Markt ist normalisiert. Die roten Linien sind die Durchschnittswerte der Abweichungen. Das heißt, hat nichts mit dem Bollinger Band zu tun, sondern das ist grundsätzlich die Abweichung, die der Markt macht und wo er sich in einer Normalphase befindet. Jetzt gibt es immer wieder diese Ausreißer, wo der Markt extrem weit vom SMA 20 weggeht. Und wenn er sich dort befindet, dann hat man sehr oft, wenn er weit vom SMA 20 weg ist, und da geht auch diese Theorie, dass dieser SMA 20 eben eine Art Magnet ist, wenn man zu weit weg ist, hat der Markt das Potenzial natürlich, dass er wieder zurückkommt,
auf den SMA 20. Und genau das wird hier dargestellt. Das heißt, wenn ich hier in einer Phase bin, wo ich hier außerhalb der Durchschnittslinien bin, und die verändern sich natürlich immer wieder, immer weiter, je volatiler der Markt wird, und in den letzten Jahren hatten wir einen sehr volatilen Markt, auch hier im Treasury Bond, werden die Linien natürlich weiter. Und was passiert, dass immer, wenn man hier aus diesen Durchschnittswerten rauskommt, natürlich der Markt irgendwann mal das Potenzial hat, wieder zurückzugehen, beziehungsweise auf das untere Ende dieser Durchschnittswerte zu kommen und dann sich wieder zurückzuziehen, bis er dann wieder irgendwann mal SMA 20 ist. Und hier natürlich nimmt man hier keine Handelsentscheidungen, aber ich sehe hier ganz genau, ob der Markt climatic ist, das heißt, dass er extrem weit weg vom SMA 20 ist. Das sieht man da nicht immer so unbedingt gut, aber dieser Indikator macht das relativ offensichtlich, und dass, wenn ich hier natürlich Umkehrformationen bekomme oder der Markt hier an irgendwelchen Linien ansteht, ich ein großes Potenzial habe, dass der Markt hier wirklich dreht und ich eine Umkehrformation mir anschauen kann und meine Handelsentscheidungen mir erleichtern kann. Auch hier wieder sieht man, man ist relativ weit weg vom Markt und es kommt dann irgendwann einmal diese Umkehr. Aber das ist nur zur Orientierung, dass ich sehe, ist der Markt climatic, das heißt, ist er extrem weit weg von der Mittellinie, oder bin ich in einem Normalbereich? Nur um diesen Indikator zu erklären, das heißt, das ist so der Ansatz, wo sich auch diese ganze Theorie, Praxis eigentlich drauf stützt. Und dann sucht man sich genau solche Punkte wie hier, dass man sagt, okay, ich bin irgendwo in einem Bereich, ich bin hier climatic, ich bin hier auf einer Linie, ich bekomme hier eine Umkehrformation und kann mir auf einer Location Point Linie und kann mir das dann zunutze machen. Also das ist so der Ansatz dieses ganzen Location Point Tradings und deswegen auch die Landkarte im Trading, weil wenn ich eine Landkarte vor mir habe, dann habe ich natürlich auch die Orientierungspunkte drinnen. Und das ist ja das Schwierige dran, das festzustellen, wieso dreht dieser Markt plötzlich irgendwo, wenn man keine Linien hat, wenn man sich da nicht orientieren kann, tut man sich sehr schwer, das zu verstehen. Auch hier, punktgenau zum Beispiel, oder am äußeren Bollinger Band. Aber das sind so Dinge, auf die werde ich dann natürlich in den weiteren Webinaren dann noch eingehen. Was ich jetzt vorhabe, ist ganz einfach, dass ich mir hier bestimmte Werte anschaue und wie ich auch vorgehe, oder schauen wir es uns nochmal am ZB an, wie ich den interpretiert hätte oder interpretieren würde jetzt. Was ich jetzt hier sehe, Moment, das sind wir jetzt in der Woche, ich muss in den Monat. So, was sehen wir hier? Der Treasury Bond hat hier einen starken Anstieg genommen, ist hier rauf, runter, wieder hier doppelt, und zwar, das ist nicht immer nur Einzel, also Single Bar Retracements, sondern das macht natürlich auch sehr viel Sinn mit den sogenannten Double Bar Retracements, wenn man sich das nämlich anschaut und so eine Kerze oder beziehungsweise drei Kerzen übereinander legt. So, was habe ich dann hier? Da habe ich hier den Eröffnungskurs, dann geht der Markt runter, ja, das ist natürlich jetzt, muss man schon ordentlich zeichnen. So, okay. Ich habe hier einen Eröffnungskurs. Der Markt ist hier runtergezogen, ist wieder raufgekommen. Und was passiert hier? Ich habe hier oben den Schlusskurs. Das heißt, was habe ich aus diesen drei Candles? Wenn man die übereinander legt, habe ich hier einen guten Umkehrstab. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man sich natürlich hier an diesen Kerzen auch dann sagen kann, okay, wenn ich die jetzt zusammengebe, dann bekomme ich eigentlich einen Umkehrstab. Genauso auch hier, das ist ein sogenanntes Double Bar Retracement. Der Markt eröffnet hier. Er geht runter, kommt wieder zurück und mehr oder weniger bastelt hier einen Umkehrstab aus zwei Kerzen. Das ist so die Herangehensweise auch,
wo man sich natürlich aus diesen Kerzen dann auch diese Umkehrformationen dann relativ auch gut erkennen kann, wann hier es Sinn macht, dass hier es doch zu einer Umkehr gekommen ist. Das heißt, es ist nicht nur eine Umkehrstab, so wie man ihn aus der Markttechnik kennt, sondern es können natürlich auch, der Markt schaut nicht auf die Uhr, sagen wir so. Und genau das ist hier, es kann natürlich auch eine Umkehr in mehreren Perioden erfolgen. Wir sind hier auf dem Monatschart und genau je höher auch die Zeiteinheiten sind, desto exakter werden auch die Location Point Analysen. Okay, gut, genug herumgeredet um das Thema. Was passiert hier? Der Markt kommt runter, kommt hier auf eine Location Point Linie. Das ist hier eine, geht drauf. Hier zwar keine saubere Sache. Markt kommt runter. Wir haben hier einen Halt an der 200er Linie. Sagt noch nichts aus. Markt geht drüber, kommt hier auf den SMA 8 und wird hier mehr oder weniger in die Short-Richtung geschubst. Markt kommt, geht weiter. Hier wieder zurück an den SMA 8 und wir haben hier eine Umkehrkerze am SMA, oder eigentlich eine Umkehrformation wieder, Double Bar Retracement am SMA 8. Legt man die wieder zusammen, hat man wieder einen schönen Umkehrstab und dieser Markt zeigt in die Short-Richtung. Das heißt, hier gehe ich mal davon aus, dass eigentlich die Grundstimmung dieses Marktes hier Short ist. Zeigt die Woche an. Was zeigt mir? Löschen wir das wieder raus, damit wir diese Linien weg wieder haben. Die nächste Zeiteinheit ist immer dann die Woche natürlich. Was zeigt mir die Woche an? Wie kann ich die Woche interpretieren, um hier auch mir ein Bild zu machen, wo dieser Markt steht? Die Woche ist nicht wirklich sehr sauber, muss ich sagen. Hier und ich würde mir grundsätzlich anhand der Woche hier keine Entscheidung treffen wollen. Man sieht nur hier, der Markt ist hier raufgegangen. Man hat eine Reaktion hier, die sich dann später auch ausgewirkt hat. Der Markt ist runtergegangen, hat sich aber wieder erholt, ist zurückgegangen. Schön wäre gewesen, wenn dieser Stab hier an der Außenlinie hier angestoßen wäre. Aber was im Moment passiert ist, dass der Markt zurückgegangen ist auf Wochenbasis und sich hier unter dem, unter dem SMA 20 befindet und natürlich hier ein großes Potenzial hat, natürlich hier weiter zu wandern. Das heißt für mich wieder da wichtig, wo befinde ich mich? Bin ich über dem SMA 20 oder unter dem SMA 20? Und jetzt kann ich natürlich mir weitere Handelsentscheidungen darauf aus. Das heißt, die Woche, der Monat schaut short aus, die Woche schaut short aus. Das heißt, ich kann mir jetzt im Tageschart Situationen suchen, wo der Markt ein Potenzial hat, auch in die Short-Richtung zu gehen. Das ist meistens einer der großen Fehler, die gemacht werden, dass man sich nur auf eine Zeiteinheit konzentriert. Und die zeigt mir nichts. Die kann, ja, da sehe ich vielleicht etwas, aber ich sehe nie wirklich das große Bild. Und ich tue mir schwer, so einen Markt wirklich zu interpretieren, beziehungsweise wo stehe ich. Da fängt man sich dann an, Linien zu zeichnen und so weiter. Macht natürlich auch Sinn. Aber grundsätzlich, wenn man dann wenn man die übergeordneten Zeiteinheiten schon klar sagen, okay, ich bin hier eigentlich in einer Shortphase, in einem fallenden Markt, tue ich mir natürlich viel leichter, dann die untergeordnete Zeiteinheit hier zu interpretieren und mir hier etwas rauszusuchen, ein Signal, das natürlich dann auch Potenzial haben kann, in die richtige Richtung auch weiterzugehen. So funktioniert es. Hier, die Treasury Bond gibt im Moment überhaupt kein Anzeichen, irgendetwas zu tun. Da hat man auch keinen Handlungsbedarf. Würden wir hier sein oder irgendwo an so einer Linie anstehen, dann wäre es natürlich interessant. Okay, das so die Theorie. Und jetzt ein paar Werte, die ich einfach mal kurz versuche zu erklären, wieso ich hier etwas sehe und wieso man hier bestimmtes Potenzial erkennen kann. Wie gesagt, das hier, wir sind hier
wiederum im Monat. Wir schauen uns den Monat an. Der Markt ist hier, wir sehen hier 130er, der Markt ist hier runter. Man hat hier aufgrund einer Umkehr am äußeren Bollinger Band ist der Markt draufgegangen. Hier nicht wirklich sehr sauer auf die 130er reagiert. Der Markt ist aber runtergekommen. SMA 8 dreht hier. Wo sind wir jetzt auf Monatsbasis? Der Markt ist raufgegangen. Wir haben hier eine Umkehr am SMA 20. Das heißt, grundsätzlich auf Monatsbasis ist der Euro-Dollar, der CXE-Futures, ist eher auf der Short-Seite unterwegs. Was aber hier passiert ist, hier kommt der SMA 8 daher. Wird spannend, ist sehr oft, dass die Märkte hier am SMA 20 drehen, aber dann hier wieder Umkehr machen und dann in diese Richtung weitergehen können. Aber grundsätzlich auf Monatsbasis ist der 6E, der Euro-Dollar, eigentlich im Moment eher short. Jetzt haben wir hier aber natürlich, Moment mal, ich lösche die wieder raus. So, okay. Jetzt schauen wir uns die Woche an. Hier der Markt runter und genau das ist eine Situation, die ich angesprochen habe, dass dann um dem SMA 8, wenn hier Umkehrungen wieder kommen, dann kann so eine Korrektur sich auflösen, kann genau in die Gegenrichtung gehen. Hier wiederum, Markt ist rauf, zurück am SMA 8, hier in diese Richtung, weiter in die Long-Richtung weitergegangen. EMA 130 Umkehrkerze. Starkes Short-Signal oder starke Short-Kerze sieht man hier sehr gut. Der Markt geht runter. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier am SMA 20 auf der Wochenseite. Das heißt, hier sieht man aber auch eine Reaktion schon mit dieser Kerze. Ist auf jeden Fall spannend. Kann man noch keine Handelsentscheidung machen. Was passiert jetzt am Tag? Am Tag stehen wir im Moment am EMA 130 an und man sieht hier auch eine Reaktion, Double Bar Retracement. Das heißt, wir bekommen hier von der Wochenseite und das ist auch eine Sache, die im Location Point Package auch relativ gut auch abgebildet ist. Wenn man hier draufklickt, so sieht man hier die verschiedenen Tabs. Ein Tage, ein Wochen, ein Monat und ich kann mir hier direkt in das Tageschart auch die Linien auch einblenden. Und ich sehe jetzt hier schon auf Wochenbasis kommt der SMA 20 hier daher, kann ich mir den anschauen, wo der ist. Und man sieht hier, und das ist ein sogenannter Location Point Cluster, dass der Markt hier eigentlich auch von diesen Linien hier eine relativ gute Unterstützung bekommt. Das heißt, man hat hier ein größeres Potenzial, dass der Markt zumindest in eine Korrektur geht, aus dieser Bewegung heraus und nicht sofort weiter fällt. Ob er das dann durchhält, das kann sich hier am SMA 20 herausstellen. Aber ich sage mal, grundsätzlich man sieht hier auch diese Kerze, die ist am SMA A8 eigentlich, dreht hier in diese Richtung, ist eine Shortkerze. Kommt drauf an, kann natürlich passieren, dass sich hier der Markt nochmal runterkommt, drauf geht oder diese Kerze wirklich so stark ist, dass sie in die Short-Richtung geht. Das wird sich natürlich immer rausstellen, aber grundsätzlich sage ich mal, sind wir hier auf einem sogenannten Location Point Cluster, der doch eine gute Chance hat, dass er zumindest in die Long-Richtung hier gehen kann. Was kann man natürlich daraus machen? Das ist jetzt hier ein Tageschart. Wenn man sich dann natürlich in untergeordneten Zeiteinheiten noch reinschwingt, kann man sich natürlich hier aufgrund dieses Verhaltens der Tageskerze hier in untergeordneten Zeiteinheiten auch eine Idee holen, dass man davon ausgehen kann, okay, ich habe eigentlich die Unterstützung aus dem Tageschart heraus. Ich habe hier meine Reaktionen an diesen Linien. Der Markt hat größeres Potenzial, in die Long-Richtung zu gehen und ich kann mir auf einer Stunde oder auf vier Stunden zum Beispiel hier dann Long-Signale, die auftreten, dann leichter interpretieren, als wenn ich sie irgendwo bekomme und eigentlich nicht weiß, wieso sie eigentlich entstanden sind. Das heißt, im 6E hat man zumindest eine Möglichkeit, dass der Markt hier korrigiert,
und bis auf den SMA20 hier geht, wie er sich weiterentwickelt, wird sich natürlich dann weisen. Aber darum geht es eigentlich hauptsächlich, solche Entscheidungen zu treffen, dass man sagt, okay, ich sehe so eine Kerze und das gibt mir eben genau das Potenzial, dass der Markt dann in diese Richtung hier weitergeht, wo er gerade ist. Wie gesagt, was ein bisschen dagegen spricht, ist das Monat. Würden wir hier am Monat am SMA 8 auch sein, der ist halt nach der Runden auf der 200er Linie, dann würde ich sagen, okay, hier haben wir wirklich eine sehr gute Chance, dass der Markt hier weiter korrigiert oder in diese Richtung weitergeht. Es kann hier sein, ich sage eher aus der Erfahrung heraus, dass sich der Markt irgendwo fand und vielleicht doch noch runter auf dem SMA 200 oder auf dem SMA 8 geht. Okay, das heißt, die Reaktion ist da. Ich hoffe, Sie verstehen, wie diese Analyse auch funktioniert. Man sieht auch hier zum Beispiel äußeres Bollinger Band, der Markt korrigiert. Hier haben wir die Umkehrkerze und der Markt marschiert in diese Richtung weiter. Also es zahlt sich auch immer aus, historische Signale anzuschauen. Hier bekommen wir auch ein schönes Signal, auch aus dem Location Point Package heraus. Das heißt, das ist wirklich auch technisch erkannt worden, diese Umkehr hier. Und hier hat man dann auch auf Tagesbasis auch ein Signal bekommen und hätte natürlich hier die Chance gehabt, diesen Move hier, bei diesem Move dabei zu sein. Schauen wir uns den 6S an. Hier auch ein Signal, das in diese Richtung funktioniert hat. Nicht weiß ich wie weit. Aber hier ähnliche Situation. Wir haben hier die Linien drinnen gelassen. Wir schauen uns nochmal kurz den Markt hier an. Monatsbasis rauf, runter SMA 20. Reaktion zurück, war aber nicht wirklich nachhaltig. Auf Monatsbasis Korrektur hier um den SMA 20 eingependelt ab. Runter abgestürzt, mehr oder weniger, wo hat sich der Markt gefangen? Um den SMA 200 im Monatschart. Darauf wieder rauf, hier die Umkehr. Wir stehen jetzt im Moment gerade beim SMA 20 am Monat. Schauen wir uns die Woche an. Auch die Woche ist sehr spannend. Kurz schauen, ich nehme mal alle Linien weg, die uns hier irgendwo noch, ja. Interessant. Wir sind auf Woche hier auf einem Location Point Cluster, das heißt der SMA 200, der EMA 130 und der SMA 20 treffen sich hier. Der Markt ist hier runtergefallen. Die haben natürlich, muss man auch dazu sagen, diese Linien doch eine Magnetwirkung auch. Man sieht hier zum Beispiel auch, der Markt hier vom SMA 20 geht drauf, EMA 130, boom, kommt wieder zurück. Das heißt, die ziehen oft die ziehen den Kurs an. Dadurch, da muss man eines sagen, das ist natürlich jetzt, dadurch, dass hier diese Patterns, diese Muster auch immer wieder passieren, kann man davon ausgehen, dass das nicht eine zusammengereimte Logik ist, die ich hier von mir gebe, sondern man findet ja diese Muster, diese Umkehrungen immer wieder an bestimmten Punkten. Und das ist das Spannende dran. Das heißt, das große Geld schaut drauf. Wenn das im Monatschart und im Wochenchart nachvollziehbar ist. Da fließt ja eine Menge Geld rein, oder? Und dass hier an einem bestimmten Punkt dann die Märkte auch dementsprechend drehen oder darauf reagieren, ist schon spannend. Das heißt, hier kann man sich auch darauf verlassen, dass das ja nicht so ein System ist, wie dass sich man irgendwo programmiert hat, dass halt im Backtesting irgendwo funktioniert, sondern das sind ja regelmäßige Begebenheiten im Markt, im Chart, das ja in den verschiedenen großen Zeiteinheiten und kleineren Zeiteinheiten immer wieder nachvollziehbar ist. Auf Intraday werde ich dann noch in einem der weiteren Webinare dann
eingehen drauf, wie das funktioniert, in welchen Zeiteinheiten. Aber hier auf End-of-Day-Basis ist es das Monat, ist es die Woche und ist es der Tag, auf die man schauen möchte. Und hier kann man natürlich langfristig oder längerfristige Entscheidungen treffen, beziehungsweise Swing-Trading und so weiter dann auch betreiben. Auch hier wieder, nur mal kurz anzuschauen, diese Kerze oder diese Kerze. Die gibt einem eigentlich schon vor, wo der Markt hingehen kann. Der Markt kommt runter, geht zurück rauf, hat hier eine Umkehrkerze, bietet hier nochmals eine Umkehrkerze am SMA 20. Beides Mal schließt man unter dem SMA 20. Das heißt, hier sieht man schon die ersten Anzeichen, dass dieser Markt auch in diese Richtung gehen wird. Was passiert sehr oft, vielleicht auch darauf einzugehen, in solchen Situationen, man sucht sich die sogenannten Ranges raus. Oder dass man sagt, okay, man hat hier eine Range. Und wenn der Markt aus dieser Range rausgeht, dann ist für mich eine Handelsentscheidung getroffen oder zu treffen. So sind natürlich auch Ansätze. Nimmt man aber das jetzt, diese Kerze hier, so kann ich bereits hier eine relativ gute Wahrnehmung, habe ich eine relativ gute Wahrnehmung, wo der Markt hinkommen kann. Ich komme viel rascher. Das ist ein sogenanntes Trampolinbettern auch, wie ich das auch benenne. Ganz ein sehr klares. Der Markt geht drauf, kommt runter, Crisscross um den SMA 20, geht wieder rauf, kommt wieder runter, ist komplett unentschieden. Komplette Seitwärtsphase, oder? Und was passiert jetzt aber da? Der Markt geht drauf, schafft es aber nicht mehr wirklich mit Schlusskursen über den SMA 20 zu kommen und gibt uns hier zwei Umkehrsignale. Das ist natürlich das größte gutes Potenzial, dass der Markt wirklich in diese Richtung weitergehen kann und man hier eine Bewegung mitnehmen kann. Und man sieht hier auch wieder, der nächste Location Point-Linie liegt hier, wo der Markt auch darauf reagiert. Das heißt, man kann hier wirklich sehr gut diese Entscheidungen treffen. Okay. Also das ist jetzt hier mal zum 6S, ähnliches Bild auch, aber wie im 6E, dass man hier an bestimmten Punkten ansteht. Man kann sich das auch hier nochmal anschauen in der übers Location Point Bet, um das hier auch wirklich klar zu sehen. Der SMA 20 kommt hier daher. Ich habe hier einen Cluster, ein EMA 130, SMA 20. Sehe ich noch irgendetwas? Moment, denn das Monat kommt wahrscheinlich auch irgendwo daher. Genau. Moment. SMA 20 des Monats. Das heißt, wir haben hier eine Clusterung von unterschiedlichen Location Point Linien und habe hier natürlich, ich sage immer, ein größeres Potenzial. Das ist keine Garantie. Ein größeres Potenzial, dass ich hier einen Einstieg finde, der hier in die Long-Richtung zeigen kann. Eine Frage. Okay, zwei Fragen zu dem, welche Zeiteinheiten sind besonders günstig zu diesem System? Das ist, wie gesagt, auf End-of-Day-Basis ist es Monat, Woche und der Tag. Intraday sind es genau die Zeiteinheiten, die Sie auf Ihrer Uhr sehen, und zwar die Hauptzeiteinheiten. Das ist sehr interessant. Komme ich dann noch dazu, aber es ist die Minute, es sind die 5 Minuten, es sind die 15 Minuten, es ist die 30 Minuten, wo die nicht ganz so hundertprozentig gut funktionieren, die 30 Minuten, und es ist die Stunde. Das heißt, dort funktioniert dieses System, noch einmal zur Wiederholung, eine Minute. Sind auch eigentlich die Zeiteinheiten, die ich auch hier drauf habe, oder? Ich habe hier die eine Minute, ich habe hier die 5 Minuten, ich habe hier die 15 Minuten, ich habe hier die 30 Minuten, ich habe hier die Stunde. Sie sehen auch schon, ich habe genau diese Zeiteinheiten auch immer wieder bei mir am Dacho. Ich habe die 4 Stunden, und zwar die 4 Stunden funktionieren hauptsächlich in den 24-Stunden-Märkten. Es gibt natürlich auch dann und wann Feldsignale, ganz klar, oder? Die kommen natürlich vor, aber grundsätzlich geht es hauptsächlich darum, um mal das System zu verstehen, bevor man wirklich auf die Signale dann im Detail losgehen kann. Und im End-of-Day-Bereich, wie ich schon gesagt habe, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Okay, schauen wir uns mal den CL an, oder? Das ist der Öl Futures. Auch eine spannende Situation im Moment. Wo ich mich gerade vorhin noch gefragt habe und gemeint habe, eigentlich hat eigentlich ein relativ starkes Short-Potenzial. Aber wie man jetzt hier am Monatschart sieht, sieht man auch, der Markt ist hier rauf,
hat sich hier am SMA 8 eingebremst, zieht durch, hat hier am SMA, am EMA 31, SMA 200, wird ein bisschen shaky, zieht dann aber wieder los, kommt hier runter, zieht drauf, wiederum Schlusskurs über dem SMA 8, machen wir es hier mal groß, sehr wichtig, diese Formation hier auch, und zieht hier weiter. Ist irgendwann mal extrem climatic, zieht hier runter und wir stehen jetzt hier, bekommen die Umkehrstäbe am SMA 200 auf Monatsbasis. Das heißt, was hier ein großes Potenzial zumindest besteht, ist das, dass der Markt hier rauf geht. Und dann wird es interessant, was macht er hier? Wenn der Markt hier eine Umkehrkerze zieht, dann kann man davon ausgehen, ja, schöner zeichnen wir gut. So, wenn der Markt hier eine Umkehrkerze in diese Richtung zeigt, dann hat man hier ein relativ großes Potenzial, dass der Markt, dass das Öl hier weiter in die Short-Richtung fällt. Wenn der Markt aber jetzt hier oben durchzieht in die Long-Richtung und dann wieder zurückkommt und eine Korrektur, und das ist ja immer das Spannende, wir warten immer auf die Korrekturen und hier eine Umkehrkerze am SMA 20 zieht, dann hat er Chance, der Markt der Chance, dass er wirklich in die Long-Richtung weiterzieht. Das heißt, wir sind hier aufgrund dieser Linien auf der SMA 200, wo der Markt auch darauf reagiert, nicht wirklich stark darauf reagiert, muss man auch sagen, weil sonst wäre er schon mit dieser Umkehrkerze hier raufgegangen. Das heißt, Markt ist eher hier ein bisschen nicht wirklich ganz stark, zieht zwar immer wieder runter, bekommt hier aber am SMA 200 wieder seine Gegenwehr und geht wieder rauf. Das heißt, es könnte hier leicht sein, dass wir hier wirklich eine Aufwärtsbewegung bis an den SMA 20 sieht. Wenn hier aber die Umkehrkerze kommt, dann kann man sich aufgrund dieser Formation wirklich auch ausrechnen, dass der Markt hier nicht wirklich stark war und man ein relativ gutes Short-Potenzial hier findet. Schauen wir es uns auf der Woche an. Dann gehen wir wieder auf, werfen wir das Ding wieder raus. So, okay. Woche, Seitwärtsbewegung, nicht wirklich stark. Man sieht hier, der Markt ist runtergegangen. Man sieht hier am SMA 20 Bewegung. Man geht jetzt hier in die Seite. Das heißt, es könnte leicht passieren. Man hat hier auch mehr oder weniger die Umkehr am SMA 20 hier bekommen. Markt pendelt eigentlich so in die Richtung herum. Nicht wirklich, wo ich sagen würde, ich würde mich hier freuen, in den Long Trade einzugehen, sondern das ist hier ganz einfach eine Sache, wo ich eigentlich immer mehr und mehr vermute, dass Öl eigentlich in Zukunft eher auf der Short-Seite noch Potenzial hat als in die Long-Seite. Tageschart, ja, auch uninteressant, oder man hat hier eine Seitwärtsbewegung. Wird spannend, was der Markt macht. Man sieht hier genau, und das ist auch interessant, man sieht hier im Tageschart, wieso eigentlich die Umkehrungen passieren, weil hier genau die Woche daherkommt von oben und der Markt hier brät, oder? Hier auch auf Tagesbasis, hier auf Wochenbasis. Wie gesagt, spannend, was passiert, wenn der Markt hier raufkommt und hier an der 20er, am SMA 20 anklingelt mal, was hier passieren kann, ob wir hier, wir sehen ja hier auch, und zwar da kommt schon ein bisschen Markttechnik auch ins Spiel, was man hier mit verwenden kann, zumindest um zu verstehen. Man hat hier zum Beispiel schon tiefere Hochs, sorry, wenn jetzt ein tieferes Tief dazukommt, oder dann macht es auch aus anderen Trading-Richtungen, Trading-Systemen hier auch Sinn, drüber nachzudenken, ob der Markt nicht wirklich short gehen kann in Zukunft. Das heißt, wie gesagt, deswegen auch nicht wirklich hier nur um das Marktpotenzial zu zeigen, was CL Öl hier drauf hat. Schauen wir uns den ES an. S&P Mini, der Amerikaner, S&P 500. Spannende Story, was hier gerade passiert. Ganz, ganz spannend. Hier unsere Corona-Story, mehr oder weniger, wo der Markt wirklich runter ist und hat sich
ungefähr am EMA 1,30 gefangen. Der Markt ist rauf. Wiederum hier SMA 8, SMA 8. Der Markt kommt runter, äußeres Bollinger Band, Umkehr. Was passiert aber jetzt? Diese Phase ist extrem spannend jetzt. Das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich das Verhalten, das ein starker Markt hier aufweist in die Long-Richtung. Das wäre eigentlich prädestiniert dafür. Wenn man sagt, okay, das ist eine Korrektur, die halt stattfindet, bis zum äußeren Bollinger Band geht und dann aber von hier aus mehr oder weniger relativ stark nach oben marschiert. Vielleicht hier eine kurze Gegenwehr bekommt, wieder zurückkommt hier, dann aber mehr oder weniger hier den Umkehrstab in die Long-Richtung baut. Ist aber im Moment nicht der Fall. Das heißt, wir haben hier eher die Situation, dass der Markt relativ schwach ist und wir dann genau diese Monatskerze und diese am Morgen ist das Monat ja zu Ende, eigentlich heute, ja. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen können, dass wir hier eine Umkehrkerze am SMA 20 bekommen, was natürlich ein größeres Potenzial mit sich bringt, dass der Markt hier nicht wirklich in die Long-Richtung marschiert, sondern dass wir hier eigentlich einen fallenden Markt sehen. Gibt das derzeitige Chartbild eher her, würde ich mal sagen. Wir sind aber mit der Kerze nicht unterm SMA 8. Das heißt, wenn wirklich ein Schlusskurs hier unterm SMA 8 passiert, dann ist der Weg eigentlich relativ gut vorgezeichnet. Das ist noch das Einzige, wo ich jetzt im Moment noch sagen würde, es ist noch nicht wirklich hundertprozentig entschieden, wo der Markt hingehen kann. Aber diese Phase, die ist nicht wirklich stark. Die könnte, hat eher ein nicht wirklich starkes Potenzial, in die Long-Richtung zu gehen. Oder vielleicht, dass danach eine Seitwärtsbewegung kommt. Schauen wir uns auf der Woche an. Ja, okay. Wochenchart schaut so aus. Wir sind hier SMA 200 wiederum. Bettern, sieht man immer wieder. Deswegen macht es auch wirklich Sinn. Bitte immer die höheren Zeiteinheiten anschauen. Dort sieht man viel mehr. Markt geht drauf, kommt runter, Crisscross. Wir sind hier die Woche bis jetzt nicht wirklich, wirklich stark in diese Richtung. Wär cool, oder das heißt wirklich, wenn es in die Richtung weitergehen würde, dann wäre das auch ein klares Trampolin-Pattern. Just jump, 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 runter, rauf. Wenn man hier eine saubere Kerze hätte in diese Richtung, jetzt schon, oder? Dann könnte man, gut, es ist erst Dienstag, es wird sich natürlich noch herausstellen, wie das da die Woche wirklich ändert, aber wenn die hier endet, dann hat man auch das Potenzial, dass man sagt, man hat ja hier oben eine Range und das könnte das erste Anzeichen hier dafür sein, dass der Markt hier in diese Richtung weitergeht. Das wird sich herausstellen. Das heißt, da diese Wochenkerze ist abzuwarten, damit man sich wirklich überlegen kann, ob der ES, der S&P, jetzt hier eine Long-Richtung hat oder hier durchbricht runter und in die Short-Richtung. Wenn wir hier einen Schlusskurs unterm SMA 20 sehen, mit dieser Woche, dann haben wir ein großes Potenzial, dass der Markt in die Short-Richtung geht. Auf Wochenbasis. Und da natürlich kann man sich dann überlegen, nochmal. Hier haben wir auf jeden Fall die Reaktion auf Tagesbasis wo man sieht, der Markt ist zwar jetzt auch gefallen, wir kommen hier aus dem Monats SMA 20, wir sind hier am Wochen SMA 20, der Markt reagiert aber nicht wirklich stark darauf. Bin hier mit dem High bis am Tages SMA angestanden, habe hier eher eine Umkehrkerze, also so wirklich stark ist der S&P nicht im Moment und es könnte schon sein, dass es hier spannend wird in die Short-Richtung wieder. Schauen wir uns noch den F-DAX an. Der DAX, was sagt uns der? Hier noch eine Frage, dass ich es nicht übersehe. Wie bekommt man die senkrechten Balken in den Climatic Distance? Machen wir hier auf. Das ist hier.
Climatic Color. Dort kann ich die Farbe einstellen, die mir die Phasen anzeigt, wo ich wirklich Climatic bin. Gutes Stichwort. Oder schauen wir uns das wieder von der DAX ist eigentlich im Gegensatz zu den Amerikanern relativ stark, muss man sagen. Wenn man sich die Amis anschaut, haben wir nicht diese starke Erholung, wenn wir nochmal zurückschauen auf den ES. Das geht relativ in die Seite hier. Der DAX hat aber genau das, was ich vorher auch gesagt habe, genau diese dynamische Bewegung auch in die Long-Richtung gezeigt. Wiederum Monatsbasis SMA 20, Gegenreaktion, aber nicht runter, sondern wirklich rauf. Das ist eher ein Zeichen von Stärke, muss man sagen. Wo ich jetzt aber nicht sage, okay, und jetzt gleich Long, oder? Das ist, man schaut sich jetzt, man weiß mal, diese Kerze hat sich mal ausgezeichnet. Was aber jetzt passiert, ist dass wir eine starke, schauen wir uns auf Monatsbasis an, in eine starke Resistance Area auch kommt, also in eine Widerstandszone, die man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen darf. Aber auf das möchte ich gar nicht zu sehr ein, möchte nur darauf hinweisen, es ist natürlich zu diesen Phasen bekommt man, muss man darauf achten. Ah, hier ganz schön. FDAX, der ist runter im Corona-Punkt auf den SMA 200 und hat angetreten. Wenn man das gesehen hätte, in dem Moment, hätte Vare natürlich eine riesen Chance gehabt. Also das ist hier genau das, wieso das die obere Zeiteinheit einfach so wichtig ist, weil genau dort sieht man etwas, wo man genau ist. Jetzt im Moment konzentrieren wir uns aber auf den F-Tags im Moment und dort sind wir im Monat eigentlich relativ stark unterwegs. So, jetzt schauen wir uns die Woche an. Ja, wie gesagt, Verhalten wieder nachvollziehbar. Es ist nicht wirklich irgendwo, man sieht hier Ausreißer, die raufgehen an bestimmten an eine Linie. Wir sehen jetzt hier rauf, Korrektur bis zurück an den EMA 130. Hier haben wir dann die Bewegung, die Reaktion draus bekommen. Der Markt wird aber ein bisschen schwach. Wir sehen auch hier Climatic nicht ganz zu übersehen. Also auch hier in dieser Climatic-Phase ist diese Korrektur bekommen. Wir sind natürlich in einem fortgeschrittenen Trend hier. Könnte leicht passieren, dass wir uns hier an den SMA hier annähern und dann wird es hier spannend, ob in diese Richtung hier der Markt weiter marschiert oder ob er den SMA 20 hier durchbricht und nach unten geht mit den Amerikanern mit, das wahrscheinlich passieren könnte. Also das ist hier natürlich, der deutsche Markt ist natürlich auch schon irgendwo immer wieder ein bisschen abhängig, auch wieder, wie die amerikanischen Märkte funktionieren. Wie gesagt, wir sind hier auch schauen wir uns nochmal an, auf der Woche SMA 8, wir sind hier auf dem Wochen-SMA 8, wir haben hier eine Clusterbildung des äußeren Bollinger Bandes auf Tagesbasis. Schauen wir uns das hier nochmal an. So, okay. Da kommt der SMA 8 auf Wochenbasis daher. Das ist natürlich ist schon eine bestimmte Unterstützung. Wird interessant, was hier passiert. Eine starke Umkehrkerze, die über dem, wir sind hier unter dem SMA 20, nicht ganz vergessen. Diese Kerze hat nicht gehalten. Diese Kerze hat auch nicht gehalten. Das heißt, diese Seitwärtsbewegung ist eher ein Zeichen der Schwäche, wo natürlich diese Reaktion dieser Kerze jetzt aus dem SMA 20 der Woche beziehungsweise aus dem äußeren Bollinger Band kommen könnte, wird interessant, welche Chartformationen, welche Kerzenformationen wir hier sehen. Wenn wir hier eine Umkehrkerze, die ist auch bezeichnend, diese Kerze, die gibt eigentlich so diese ganze Phase hier mal vor. SMA 20 Gegenreaktion, aber wir sind nicht mehr hier drüber gekommen. Das heißt, wir sind nicht ganz in der starken Phase auf Tagesbasis. Im FDAX. Eben, Ja. ich wollte nur kurz sagen, bezüglich der Uhrzeit musst du meinetwegen dir keine Sorgen machen. Ich habe Zeit mitgebracht.
Okay, gut. Ich weiß nicht, eine Stunde haben wir hinter uns. Vielleicht, dass wir uns noch das Gold und den, genau, und das, den NG noch anschauen. Und ich glaube, dann hätten wir eigentlich einiges heute durchbesprochen. Schauen wir uns denn Gerne. das Gold noch an? Ja, auch spannend, was hier passiert. Monatsbasis wiederum. Genau hier zieht das Ding los, zieht hier weiter. Das müssen wir uns kurz auch einzeichnen, um diese Punkte auch zu sehen. Hier, hier und so weiter. Und hier sind wir natürlich Climatic, der Markttrading. Kommt zurück an den SMA, Monatsbasis, wie gesagt, geht hier rauf. Was jetzt aber hier passiert ist, und zwar, das ist auch eine Sache, soll man sich nicht außer Acht lassen, ist dieses Double Hoch, was wir hier haben. Und eigentlich macht diese Kerze ein bisschen Sorge, weil wir hier eine starke Umkehrkerze eigentlich haben im Gold auf Monatsbasis. Die runtergegangen ist bis zum SMA 20 mal. Sehr, sehr interessant, was da im Gold gerade passiert. Schauen wir uns die Woche an. Moment mal. So, schauen wir uns die Woche an. Stehen wir am SMA 20 an. Markt reagiert hier mal. Interessant. Das heißt, auf Wochenbasis haben wir hier, zumindest Anfangs der Woche, wird interessant, wir sind auch Anfang der Woche, wie stark sich diese Kerze hier wirklich in die Long-Richtung ausbildet. Könnte natürlich jetzt hier dass die Korrektur hier zu Ende ist und doch in die Long-Richtung reagiert. Wir sehen hier, wie sich das auf Tagesbasis auswirkt. Das heißt, Markt wieder schön rauf nach den Linien hier oben gedreht, runter bis zum äußeren Bollinger Band SMA 8 auf Wochenbasis, glaube ich, wird das sein. Schauen wir uns mal kurz an. Genau. Ja, das ist die Woche, die hierher kommt. Hier haben wir eine kleine Reaktion darauf gehabt, aber der Markt war hier schon schwach, schwach, schwach. Immer wieder Kerzen mit Top-Tails, mit langen, oder die eigentlich schon danach rufen, nach unten weiterzugehen. Hier genau auf den SMA 8 gewartet, bis es dann wirklich der Markt entschieden hat, herunterzugehen. Wir sind hier im Moment in einem Cluster, der sehr spannend ist, wo es anscheinend heute, ja, wo eigentlich der Markt heute sehr sauber darauf reagiert. Punktgenau gewartet, bis wir wirklich hier auf den SMA 20 gekommen sind. Wie gesagt, das ist hier der Wochen-SMA 20, der hier daherkommt. Der EMA 130 hat hier auch seine Reaktion gezeigt. Und ja, also schaut mal, im Moment, das Gold schaut eher mal zumindest kurzfristig aus, dass es hier wieder eine Erholung gibt, dass man hier in die Richtung hier vielleicht weiter marschiert. Und man, wie gesagt, das ist hier eine sehr interessante Formation, die eher mal kurz in die Long-Richtung deutet. Wird sich rausstellen. Aber schaut eigentlich, wie gesagt, diese Monatskerze, die macht mir ein bisschen Sorgen. Letzter Markt, NG. Sollen wir auch herzeigen? Und zwar aus welchem Grund? Gas, oder? Überhöhte Energiepreise. Man fragt sich, wieso. Sehr spannend. Wir sind jetzt im Moment hier und das ist eigentlich wirklich eine sehr interessante Formation. Und zwar fangen wir an mit dem Monat. Wie gesagt, reagiert auch sehr schön auf die Location Points. Nicht jeder Markt, muss man sagen, reagiert darauf. Das muss man auch dazu sagen. Das muss man sich immer anschauen. Das heißt, wenn man diese Linie irgendwo aufgespannt hat, dann muss man schauen, reagiert der Markt oder reagiert er nicht drauf. Bestimmte Märkte ignorieren das, sagen wir so. Aber wir wissen ja, oder was passiert ist, wie die Märkte raufgeflogen sind, war ja wirklich besorgniserregend. Wir waren hier oben auf 10 Dollar. Grundsätzlich war der Höchstpreis, im Moment sind wir auf 2,60. Bitte die Heizungsrechnung anschauen. Ja.
Und was aber jetzt spannend ist, ist das, wir sind hier am äußeren Bollinger Band. Das heißt, der SMA 200 hat nicht reagiert, Markt ist hier weitergezogen und macht jetzt eine Umkehrkerze. Wer short ist im NG, vorsichtig. Woche, nicht wirklich, 130er, SMA 200, 20 rauf, runter. Hier sieht man auf der Woche nichts. Aber was hier spannend ist, im Tag, wie punktgenau diese Linien zutreffen. Und zwar zeige ich das jetzt mal kurz her. Monat, Bollinger Band. So. Okay. Da sieht man jetzt, was hier passiert ist in dem ganzen Spiel. Wieso das Märkte auch drehen. Wir haben hier Linien drinnen, die aus der Woche, aus dem Monat kommen und so weiter. Und man sieht hier auch diese Bewegungen relativ gut dann, wenn sie wirklich hier drinnen sind, in diesen Clustern, auch in diesen Liniencustern. Das heißt, es kombinieren die Reaktionen der Märkte auf diese verschiedenen Linien. Ist es die Monatslinie, ist es die Wochenlinie und so weiter. Und auch hier haben wir das Bollinger Band, das äußere Bollinger Band. Punktgenau, das erste Mal aufgesetzt, der Markt reagiert hier. Wo bekommen wir den ersten Widerstand? Am Wochen-SMA. Sehr spannend. Normalerweise, aus der Erfahrung heraus, ist es nicht wirklich so, dass die Märkte das Bollinger Band weit nach unten durchlöchern. Wenn man an einem monatsäußeren Bollinger Band ansteht, dann geht's und das auch noch relativ flach daherkommt. Das ist immer natürlich die Voraussetzung. Dann hat man hier eine relativ gute Chance, dass sich der Markt zumindest hier erholt. Und es könnte leicht sein, dass der Markt hier runtergeht, hier eine Umkehrkerze baut und dann in diese Richtung hier mal weiter marschiert. Hier oben kommen die nächsten Linien daher und zumindest mal hier eine kurze Shortphase, eine kurze Longphase sich hier entwickeln könnte. Ja, okay. Ich glaube, das war es mal im Schnelldurchflug. Einige Märkte, einige Futures-Märkte hier durchgegangen. Ist ja immer wieder sicher interessant, oder wie sich die Märkte hier entwickeln können. Wir werden in weiteren Webinaren dann auch auf einzelne Aktien eingehen. Das heißt, ich werde mich nicht immer nur auf die Futures-Märkte konzentrieren. Es machen natürlich auch einzelne Aktien Sinn, die man sich dann im Detail auch anschauen kann. Dort ist natürlich das Universum viel größer. Und man findet hier immer wieder, schaut man rüber mal auf den Nasdaq, Signale, die in den verschiedenen Zeiteinheiten auch auftreten. Und dann kann man sich auch wirklich auf die Location Point Signale auch konzentrieren und die mal versuchen, dann aufgrund von Signalen, die gerade gegeben werden, auch dann die Märkte zu analysieren. Ich schaue jetzt noch schnell mal die Fragen durch. Weiterentwicklungen haben wir am Dacho. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen am Location Point Add-on. Ich hoffe, dass der heutige Ansatz hat ein bisschen auch dazu beigetragen, wie man die Signale auch besser interpretieren kann. Ah, okay, da kommt noch eine Frage. Kann ich Heineken mal kurz zeigen? Heineken, Heineken, Heineken. Was hat das für ein Symbol? Mal Heini. Macht auch Sinn, dass man mal kurz auf einzelne Werte eingeht. Nicht ganz. Ja, Heineken. Relativ stark die Korrekturbewegung. Natürlich hier haben wir die Abwärtsbewegung auch wieder. Hier sieht man, Heineken reagiert auch auf diese Punkte. SMA 8, Monatsbasis runter,
starke Umkehrkerze geht in die Long-Richtung. Wir sind über dem SMA 20. Das mal zum Monat. Zum Tag. Spannend. Umkehr rauf. SMA 8. EMA 130. SMA 200. Umkehr. SMA 8. Runter. Starke Kerze rauf. Im Moment kein Handlungsbedarf, aber auch nicht unbedingt die große Angst, dass hier etwas, da kann es natürlich sein, die sind nicht immer Punktlandungen, die man macht. Das, hier kann natürlich eine Umkehr passieren, aber wie gesagt, hier wird sich entscheiden, wie der Markt am SMA 8 reagiert, ob er hier dann wieder umkehrt und in diese Richtung weitergeht. Ich sage mal, er hat wichtige Linien durchbrochen auf Wochenbasis, Heineken, und ist in die Long-Richtung nicht ganz uninteressant. Was macht der Gesamtmarkt? Kommt natürlich auch drauf an. Tagesbasis, ja, SMA 20 reagiert, auch auf Tagesbasis, ist natürlich nicht die liquideste Aktie, wie es ausschaut, hat reagiert auf am SMA 8, diese Kerze, wir waren Climatic hier, das heißt, es könnte natürlich sein, dass sich der Markt hier an den SMA 20 wieder annähert, kommt dann darauf an, wie er hier reagiert und in diese Richtung weiter marschiert. Wenn er wirklich auf den SMA 20 zurückkommt und hier Umkehrkerzen in die Long-Richtung baut, dann ist es natürlich ein starkes Signal in die Richtung. Schauen wir es uns hier nochmal an, was sehen wir auf der SMA 200. Wo bist du? Okay, ist hier. Das heißt, wir haben hier eigentlich die Unterstützung des SMA 200 aus der Woche. Auch interessant, wenn wir hier schon Umkehrkerzen bekommen in die Long-Richtung. Der SMA 8 kommt irgendwo hier daher, der Wochen. SMA 8. Also hier wird es spannend dann. Entweder hier oder hier. Hier wird sich einiges entscheiden, wo Heineken in Zukunft hingeht. Okay, ich hoffe, ich konnte das kurz anreißen, Heineken. Nächste Frage, ich habe eigentlich nur eine Frage zu Traders at X. Ich benutze den China-Trader mit der Andromeda-Version Lifetime-Version sowie einige Add-ons. Würde gerne China-Trader sowie Traders at X verwenden, da ich in beide Richtungen handeln möchte. Wie funktioniert das? Habe eine Demo heruntergeladen. Funktioniert nichts. Und, ja, sieht man, funktioniert doch. Wäre interessant, welche Probleme hier sind, am besten an den Support wenden. Günther, ich glaube, das wäre, hier kann ich nichts wirklich sagen, wo du gescheitert bist. Ich würde am besten mich an den Support wenden. Gut. Welche Zeiteinheiten? Okay, wir sind da ziemlich durch. Ja, vielleicht noch auch, wie können Sie, Moment mal, bei, ich gehe mal kurz auf Traders Yard. Es gibt natürlich auch ein Angebot seitens FX Flat, sich den Traders at X zu holen, und zwar die sogenannte Standard-Version. Hierher auf FX Flat zu gehen. Wir haben hier eine Landingpage für FX Flat gebaut, wo Sie mehr oder weniger sich hier natürlich ein Konto eröffnen können. Also ich gebe das hier nochmal kurz rein. In den Chat, wo Sie das finden. Kann ich das durchsenden? Send to all. Okay, ja, sollte ich geschickt haben. Ja, also das hier, wer noch kein Konto bei FX Flat hat, hat hier die Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen. Damit, wenn man das Konto hat, kann man sich hier auch einen Voucher-Code, das heißt einen Gutscheincode auch holen, und bekommt dann mehr oder weniger das Äquivalent zur jetzigen Mercury, das es ja im Agina Trader dann nicht mehr
nicht mehr geben wird, hier die Möglichkeit, sich einen Voucher, einen Gutscheincode zu holen, wo Sie dann den TradersYard X in der Standardversion dann auch erhalten können. Das heißt ungefähr das Äquivalent zur jetzigen Mercury Imagina Trader und dann mehr oder weniger darüber auch bei FX Flat handeln können. Wie gesagt, FX Flat macht ja extrem viel Sinn in der Zusammenarbeit auch mit TradersYard X, mit uns natürlich auch, weil ja hier das Angebot extrem groß ist. Natürlich die Interactive Brokers Schiene, die hier gefahren wird, aber natürlich auch die MetaTrader Schiene, wo es auch eine direkte Anbindung von der TradersYard X an MetaTrader gibt, an MetaTrader 5 und man hier auch relativ oder sehr gut auch die gesamten Märkte, Aktien, Futures, aber auch Forex und CFD sehr gut abdecken kann. Wie gesagt, hier gute Möglichkeit, sich hier auch einen Voucher-Code zu holen und damit auch die Standardversion auch für kostenfrei eigentlich laden, also verwenden zu können. Solange natürlich das Konto bei FX Flat besteht. Ja, das heißt, das war noch ein bisschen in eigener Sache und in FX Flat Sache. Nelson, hast du noch etwas beizutragen, etwas zu sagen? Ja, vielen Dank für das Webinar. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, im Chat ist ja auch, dass hier das gleiche Feedback gegeben wird. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Der ist ja schon tatsächlich in knapp 2 Wochen. Am 14. haben wir hier den weiteren Termin. Und alle, die heute dabei waren, sind natürlich auch schon registriert für den nächsten Termin. Ansonsten, falls Sie sich die Aufzeichnung anschauen, wird dann die Möglichkeit sein, sich da entsprechend nochmal zu registrieren. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Gilbert. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich bedanke mich natürlich bei allen Teilnehmern, die heute dabei waren und hier auch fleißig Fragen gestellt haben. Ich glaube, das hat es auch für Gilbert interessanter gemacht und hat mir Spaß gemacht, auch für mich. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche, einen schönen Abend und Gilbert, du hast das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Abmoderation, Nelson. Vielen Dank auch nochmal, dass ich hier die Möglichkeit hatte, ein bisschen etwas herzuzeigen. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gebracht, dem Publikum, den Zuschauern hier und auch ein bisschen die Märkte auch ein bisschen in die Richtung auch zu verstehen, wie man sie interpretieren kann. Genau das ist es ja das Wichtigste. Es ist ja nicht das Signal, das heute auftritt, wichtig, sondern es sind die Signale, oder die Markteinschätzungen, die in Zukunft auftreten, ja, sehr interessant für Sie. Und da ist es ja wichtig, jetzt wirklich auch zu verstehen, wie kann man sich gut an die Märkte annähern, wie kann man sie interpretieren, wie kann man seine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und ja, das wird in den nächsten Webinaren behandelt. Wir werden natürlich auch darauf eingehen, noch in Zukunft das ganze Risiko-Money-Management, wenn ich ein Signal bekomme, wie wende ich das Ganze an. Und werden hier natürlich auch eine Menge noch an Informationen, lehrreicher Informationen hier weitergeben. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns ja in Kürze wieder. Schönen Abend noch und bis bald. Tschüss. Tschüss.